Hallo meine Lieben, heute gibt es mal wieder ein schönes Sportwagen-Video. Mich haben heute zwei Freunde besucht und zwar, oh, ihr steht gegen die Sonne, man sieht euch gar nicht. Sorry, warte. Ja, das ist ein schönerer Hintergrund. Markus und seine Tochter, die Lisa. Und Markus gehört dieser schöne 488, das war aber super elegant. Danke. Dieser wunderschöne 488, der hier steht. Komm, kommt mal ruhig hier. Gegen die Sonne hier. So, ja, ich muss mich ein bisschen auf Zehenspitze stellen. Also, ich schneide es ja hinterher noch ein bisschen. Ich schneide auf jeden Fall, ich lasse alles drin. Wir haben uns so gedacht, dass wir heute mal die Autos tauschen. Hat sie sich gedacht. Hab ich mir gedacht. Aber erstmal zeigt uns am besten mal Markus so ein bisschen seinen 488. Was hat er so PS-mäßig? Was kann der so? Ja, es ist ein 488 Spider von 2018 mit 670 PS. Von 0 auf 100 in knappe 3 Sekunden. 0 auf 200, lass mich nicht lügen, ich glaube 8,2 Sekunden und macht richtig Spaß. Wie sieht denn das aus, wenn er das Verdeck zu hat? Kannst Soll du mal ich zeigen? Das Verdeck mal zumachen? Ja, zeig mal bitte. Muss der dafür gestartet werden? Nee, muss er eigentlich nicht. Okay, das wolltest du jetzt showmäßig, wolltest du das jetzt machen hier? Genau. Aber ich muss ja schon sagen, ne, dein Papa ist ja ganz schön groß. Ja. Der kommt ja jetzt schon mit dem Kopf dagegen. Ne? Ja. Ich finde das wirklich sehr schön bei dem 488, dass der kein Stoffdach hat, sondern dass der, wenn er das Verdeck zu hat, wirklich aussieht wie ein normales Coupé. Ich bin ja einfach ein Coupé-Fan. Und von daher, ja, finde ich es sehr gut gemacht bei dem. Jetzt kam ja gerade der Nachfolger, ne? Genau, der F8 Tributo. Mal gucken wir uns das mal hier an. Das hier hinten ist das Bremslicht, richtig? Ja. Also das hier. Ja, zwei große Endrohre hier, links und rechts. Und ansonsten, ich finde ja Ferrari sehr elegant gestaltet. Also es ist ein sehr übersichtliches Auto, nicht zu viel unnötiger Schnickschnack da dran. Hier guckt euch mal die großen Lufteinlässe hier an der Seite. Und auch hier, sind das irgendwelche besonderen Sitze? Gibt es da für unterschiedliche? Ich filme immer so gegen die Sonne. Ja, es gibt, glaube ich, drei verschiedene Sitze. Das sind die Racing Seats. Habe ich genommen aus dem Grund, weil die ein Stück tiefer sind und wenn du ziemlich groß bist, hast du halt mehr Kopffreiheit. Aber ich habe schon gesehen, war bei dir schon sehr, sehr knapp, ne, gerade? Ist maßgeschneidert auch. ich guck mal gerade, wie sich das da drin sitzen lässt. Boah, aber die sind schon sauhart, die Sitze, ne? Ja, definitiv. Also es ist nicht viel Bequemlichkeit. Aber auch wenn wir uns jetzt mal das Interieur hier anschauen, sieht man auch hier, wie super einfach strukturiert das Auto eigentlich ist. Hier macht man die Fenster auf, hier wird das Verdeck. Und jetzt muss ich gerade selber mal gucken, was ist das denn? Das hochmoderne Teil in der Mitte? Das hochmoderne Teil, ja. Das ist die Klimaautomatik. Muss ein Restposten vom Golf 2 gewesen sein. Oder, ja. Oder vom Fiat-Konzern ist das ja, also irgendwie ist es wahrscheinlich Fiat Punto. Ach du Heilige. Und wofür ist das hier? Das ist Tempomat und Bedienung vom Bordcomputer und Liftsystem hat er auch, sehe ich. Genau. Ah, das ist auch cool. Genau, hier das sind die verschiedenen Modis. Sobald es ein bisschen regnet oder so, schaltet es auf den Wettmodus, dann fährt er sich wie ein Golf. Ich habe meistens den Race-Modus, weil er sich halt da am besten anhört. Wie ist das im Race-Modus? Hat er da alle Hilfen aus oder ist das bei Ferrari so, dass der dann Nee, sind alle an. Du, ah, kannst, okay. Du kannst oben bei CT-Off und den roten kannst du noch alle Fahrhilfen ausmachen. Ah, okay, okay. So sieht das Cockpit hier aus. Ich muss mal kurz fokussieren. Also hier links und rechts haben wir schon ein digitales Cockpit. Das wusste ich auch nicht, dass der 488 das hat. Ja, was zeigt er mir denn jetzt hier alles an? Ja, links erstmal beim Ferrari, er zeigt keine Verbräuche an. Ne? Also, echt jetzt? Nee, echt nicht. Du hast keine Verbrauchsanzeige. Das so? Angeben tun sie ja, die kannst du nur nicht kontrollieren. Ah, okay. Ne? Er zeigt dir halt die Reichweite an. Links hast du den Trip A, Trip B Computer, in der Mitte den Drehzahlmesser und rechts halt alles, was mit Multimedia zu tun hat. Was haben wir denn hier noch für Knöpfe? Erzähl mal. Ja, das ist der oberste, wo das R drauf steht, ist tatsächlich der Rückwärtsgang. Okay. Ne? Dann Auto ist Automatik oder manuell. Aha. Und Launch Control ist bei dem Auto. Da gibt es extra einen Knopf für. Da gibt es so einen Knopf für, ist aber bei dem Auto echt noch jungfräulich. Okay. Dann heißt es also, wir sollten vielleicht gleich mal. Genau, wir tauschen und du probierst den Knopf aus. Okay, dann würde ich sagen, wir tauschen jetzt einfach mal den Schlüssel. Den Ferrari-Schlüssel habe ich schon. Und du kriegst meinen.
Vielen Dank dafür. Und dann bin ich mal auf eure Reaktion so gespannt im R8 und ich filme mich jetzt mal, wie wir hier eine Runde mit euch zusammen 488 fahren. Los geht's. Weil wenn man schon mal hier in einem Spider fährt, muss ja auch das Verdeck wieder auf, ne? Ich würde aber sagen, wir machen noch mal ganz kurz den Soundcheck-Vergleich. 488 gegen R8. Jetzt mal Sitzeinstellung. Guck mal, wie weit ich nach vorne muss, ja. Wie weit. Der Markus saß hier. Klingt so ein bisschen so also wie GT2 RS, finde ich, ne? So ein bisschen eben. Den Turbo so, den hörst du raus. Hört sich schon geil an, ja. So, okay. Alle Serie. Dann einmal zum Vergleich. R8, bitte. Wollen wir mal schauen, wie der Hubel sich anhört? Tja, ich würde sagen 1:0 für den Ferrari. Gar nicht richtig. Immer noch 1:0 für den Ferrari. 670 PS hat der hier. Was hat mein R8 nochmal? 540 PS. So, jetzt sitzen wir im Auto von Sophia. Komisches Gefühl, wenn jemand anders mit dem Ferrari fährt. Aber ich vertraue ihr da mal blind. Und sonst so. Können wir eigentlich ein paar Donuts machen, ne? Starten wir den mal. Und jetzt? Wo fahre ich denn? Ich weiß nicht, wo ich fahre. Was denn? Nix. Wir rollen. So, jetzt weiß ich, wie die Leute sich fühlen, wenn sie einem Ferrari hinterherfahren. Geht der ab. Geil. Einen geileren Ausblick aus dem R8 gibt es nicht. Also ich muss sagen, so ein Ferrari wäre auch was für mich. Gerade den Nachgänger, den Nachfolger hier von dem 488 finde ich wirklich echt wunderschön. Sehr schön gelungen. Geiles Auto, oder? Ja. Also wenn wir jetzt hier die Emotionen sprießen lassen, dann reden wir über dein Auto, was vor uns fährt. Oder Sophia, wenn du das hier hinterher zusammenschneidest, schneid raus, was du nicht haben möchtest. Ich werde gleich auch noch so ein bisschen was für Audi zusammenschneiden, beziehungsweise was sprechen. Wie zum Beispiel Wahnsinn, wie viel Emotionen dieser Wagen an seinen Fahrer übergibt. Den Ferrari hier so zu starten. Ist er schon an? Markus warten. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir mal im Sophia Khaled Auto fahren. Leider ist er nicht mehr türkis, sondern weiß, aber du kannst jetzt irgendwas reinschneiden.
Der Markus ist wirklich eine coole Sau. Der ist für jeden Spaß zu haben. Ich muss sagen, das macht nicht jeder, einfach mal eben so die Autos tauschen, zumal sein Auto ja auch einen weitaus höheren Wert hat als meiner. Ja, Sophia ist tatsächlich die erste Person, die den Ferrari fährt, außer mir. Aber der weiß auch, dass ich damit umgehen kann. Ich glaube, deswegen ist er da ein bisschen entspannt. Strecke nehmen. Den R8, der ist lieber für mich für die Straße. Der sitzt in dem Fall doch jetzt hier nicht so straff wie so ein 488. Also er hat auf jeden Fall jede Menge Reserven. Sophia sagt ja, 540 PS hat er. Und das reicht völlig aus. Geiles Teil. Also der hat einen komplett anderen Klang natürlich als der R8. Klingt komplett anders, weil der so, ja, der klingt so röhrend. Der R8 klingt mehr so schreiend. Aber eins muss ich sagen, dass wirklich das Cockpit besser ist als beim Ferrari. Also richtig geil, alles digital, richtig schön aufgeräumt. Beim Ferrari ist dann mehr so, ja, ein bisschen retro alles. Ich meine, was mir hier ein bisschen fehlt, also ich mag schon definitiv Cabrios. Also dieses oben ohne Fahren ist schon irgendwie schon Freiheit. Und hier ist man halt doch, höchstwahrscheinlich auch bedingt durch meine Größe, alles ein bisschen, obwohl, da geht, ne? Ja. Gegenüber dem Ferrari. Also ich habe überall Platz. Ich könnte auch Freudensprünge machen. Ich bin ja mehr ein Coupé-Fan. Aber ich muss sagen, jetzt gerade aktuell, wenn die Sonne so nicht mehr ganz so weit oben steht, also nicht mehr, einem nicht mehr so auf den Kopf knallt, dann finde ich das mega angenehm. Gerade jetzt so ein Frühlingstag, wo es so leicht schon warm ist. Ich kann hier im T-Shirt sitzen. Es ist richtig schön angenehm, jetzt in dem Auto hier auch einfach mal so zu cruisen. Ich finde, das ist auch so das perfekte Eisdielen-Auto. Wir waren aber sowieso nicht zu schnell. Aber das ist typisch. Man hat einen Blitzer, man fährt vorschriftsmäßig und haut trotzdem in den Eisen rein, weil man nicht weiß, wie schnell man fährt. Für mich sind diese Blitzer echt Gefahrenstellen. Oder man wird auch geblendet, wenn die blitzen. Ich weiß gar nicht, welchen Sinn die haben sollen. Lustige Fotos bei uns. Ja, schwarz-weiß, aber völlig überteuert. Und auch die Sitze, muss ich sagen, finde ich jetzt gar nicht so unbequem. Also als ich mich gerade zum ersten Mal reingesetzt habe, waren die doch, fand ich schon recht hart. Aber jetzt, aktuell, habe ich mich eigentlich dran gewöhnt. So. Gebe ich die Kiste wieder zurück? Parking Position. Wenn jetzt ein Flugzeug wäre, würden jetzt alle klatschen. Und? Ja. Top. Tauschen wir, ne, würde ich sagen. Aber eins musst du mir gerade noch mal kurz erklären, Markus. Erzähl. Wenn ich blinke, ne? Ja. Wenn ich hier drauf drücke, blinkt er dreimal. Wenn du leicht drückst. Wenn du feste drückst, blinkt er permanent. Und wenn du dann wieder drückst, der hat einmal. Geht er aus. Okay. Und wofür ist das hier? Das ist ja ein Licht hier. Genau. Wart an bei dir. Einmal kurz. Okay, das heißt, wenn du ziemlich hohe Drehzahl fährst und im Prinzip zeigt dir das an, wann du schalten musst. Ach so, okay. Das war nur einmal, wo ich aus dem Ort raus dann so richtig beschleunigt hatte. Genau, da hatte genau. Dann relativ spät, ich bin jetzt die ganze Zeit im Auto gefahren, ja. Hatte relativ spät geschaltet. Also das ist ein ziemlich cooles Gimmick. Nur ein riesen Nachteil ist, wenn du nachts unterwegs bist und du gibst Gas, dann blendet sich das die ganze Zeit an. Also ich denke jedes Mal, wenn das erste Mal das Lenkrad angegangen ist, ich bin geblitzt worden. Echt so stark? Ja. Und das ist, deswegen habe ich es meistens aus. Ich steige erstmal aus hier, sonst steige ich am Ende gar nicht mehr aus dem Auto. Schiebt ihr schon mal den Stuhl wieder so weit zurück, wie es geht? Den Stuhl. Gott, sowas darf ich hier nicht sagen, muss ich auspiepsen hier. Ich wollte nichts sagen, war ja dein Video. Gibst du wieder Hate hier, Hate.
So, oh Gott, die Calais, die sagt Stuhl zu so einem geilen Rennsitz. Ja, in dem Auto haben wir den Sportstuhl. Also mein Fazit jetzt, kurze Strecke hier, Sauerländische Straße gefahren mit dem 488. Ist ein Track-Tool, ne? Ich muss mich übrigens entschuldigen, falls die Kamera zu verwackelt ist oder mal unscharf ist, weil die ist echt ultra schwer. Ich habe meine andere Kamera in Dubai vergessen. Deswegen tut mir leid, wenn es ein bisschen shaky ist. Ja, was sagst du zum R8? Das ist auch so... Absolut schönes Auto. Fährt sich total harmonisch. Also ist wirklich so, wenn man nicht wüsste, dass man in einem R8 sitzt, könnte auch ein... Golf sein, ne? Sag ich ja, immer. Oder ein S6 oder ein S4 ja. Oder so. Also ist, ist schön zu fahren. 540 PS, deiner hat 670, war richtig, genau. Ne? Also das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Dann hat er ja noch einen Turbo-Motor. Also ich finde, der geht so unglaublich in der Kurve. Wenn du so durch einmal Pedal ziehst, ne, dann beschleunigt der so zusammen. Zum Vergleich, 488 R8. Was würde dir am R8 vielleicht besser ein bisschen gefallen? Besser oder aber auch schlechter gefallen? Also besser gefallen definitiv das Kombi-Instrument, weil ja. Ferrari da ein bisschen, zurückhängt. Mhm. Ja, auch ein bisschen zurückhängt. Und ansonsten würde ich sagen, alle anderen Punkte, die wir noch haben, vergebe ich an den Ferrari. Track Tool, sofort den, definitiv. Den würde ich auf jeden Fall auf den Track fahren, R8 nicht. Für die Straße, für den Alltag ist so ein Auto natürlich wesentlich angenehmer. Ich finde, so ein Ferrari verleitet auch grundsätzlich dazu, schnell zu fahren. Mich zumindest. Also beim R8 ist das immer so eher gemütlicher. Da kann ich auch mal, ja, so, ne, Tempomat und chillig und der fährt auch schön leise. Der hat mich jetzt gerade echt dazu verleitet, die ganze Zeit schön die Kurven zu nehmen und so. Ja, aber du warst auch die ganze Zeit im Race-Modus, ne? Und ja. Race-Modus ist sowieso, er schaltet ganz anders, er ist laut, er ist aggressiv. Fahr mal ganz normal im Sport oder im Wet, das ist dann schon wieder was ganz anderes. Müssen wir jetzt wieder tauschen, ne? Ja, wir tauschen zurück, oder? Ich meine, wir können auch, also... Nö. Vielen, vielen Dank, dass du für diesen Spaß zu haben warst. Gerne, gerne. Auch für macht ja nicht jeder. Okay, liebe Leute, schreibt gerne in die Kommentare, welches Auto würdet ihr nehmen? Audi R8 oder Ferrari 488? Schreibt auch gerne, warum. Und der Markus denkt sich noch so, was für eine Frage. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank an die Lisa, die gerade so schön fleißig die Kamera hält. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.